Meine spezielle Liebe zum Foto richtet sich eigentlich auf die Fotografie, die sich ausschließlich mit Menschen beschäftigt. Das war schon immer meine Leidenschaft. Da spielen eigentlich zwei Sachen eine ganz große Rolle. Einmal der Versuch, die Natürlichkeit eines Menschen auf ein Foto zu übertragen, einerseits. Und andererseits auch den passenden Augenblick zu finden, in dem die Mimik des zu Fotografierenden mich wirklich anspricht und ein tolles Foto daraus entsteht. Wenn ein Fotograf sieht, manche Posen anders, kann besser einen positionieren. Ein Fotograf ist einfach besser am Ort aufgehoben als die Gäste. Die sollen sich amüsieren, unterhalten. Ja, und der Fotograf macht eben die schönen Bilder. Im Anschluss schauen wir uns die Bilder an. Derjenige sucht sich dann die Bilder aus, guckt, entscheidet, was ihm gefällt, was er haben möchte, und dann werden die Bilder fertig gemacht und der Kunde kann sie eigentlich dann auch in der Regel gleich mitnehmen. Ich glaube, das beste Rezept ist, man vergisst die Kamera und man versucht, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Wenn das gelingt, dann kann ich mir vorstellen, ist der Natürlichkeit nichts im Wege. Herkommt, macht sie meistens einen Termin. Dann beraten wir nochmal, was so mitzubringen ist, Accessoires, Kleidung, ob so mit Partner gewünscht ist, ohne, wie weit sie es so ein bisschen gehen möchte, von der Art her, also ob es so ein bisschen erotisch sein soll oder nur Standardbilder, sag ich mal. Dann geht es eigentlich los und der Rest ergibt sich eigentlich von ganz allein, dass man eine Verbindung aufbaut, dass es locker wird. Wird eigentlich meistens so viel, lacht nochmal zwischendurch. Dann fühlt sich jeder wohl. Passbilder werden ja nach einer biometrischen Form und Möglichkeit fotografiert. Dazu sind wir technisch in der Lage und machen das auch tagtäglich ohne Anmeldung. Bewerbungsbilder ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Wir machen diese Bewerbungsbilder auch täglich ohne Anmeldung mit der entsprechenden Vorbereitung. Sprich, bei den Damen wieder ein Make-up oder wir haben auch passende Outfits für die Herren, sprich zum Beispiel Oberbekleidung da. Wir haben eine ganze Menge Beauty-Aufnahmen, das heißt also in Verbindung immer mit Make-up und mit vorbereitenden Maßnahmen. Wir fotografieren in unserem Studio Hochzeiten, Babys, Familien, Wochenende sind die Hochzeiten, dann machen wir Kita-Fotografie, eigentlich alles. Ringsum ums Bild. Ein gutes Foto steht für mich mit der Natürlichkeit und dem authentischen Augenblick der Aufnahme. Wenn die Leute mitmachen und auch Freude dran haben, dann kommt der Rest von ganz allein.